bin die Mitbegründerin der halblegalen Opposition der 80er Jahre in der DDR und habe in der DDR immer für Rechtsstaatlichkeit und Freiheit der Andersdenkenden gekämpft. Also heutzutage ist man schon eine Rechte, wenn man sagt, man ist der Meinung, dass Recht und Gesetz für die Politik kein beliebiger Spielball sein dürfen, dass sich alle an die Gesetzlichkeit und die Regeln halten müssen, einschließlich der Politik. Die schlimmsten von Ihnen sind der Ansicht, dass gegen Nazis nur Nazi-Methoden helfen. Also was früher für uns das Westfernsehen war, sind heute die alternativen Medien. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind ja immer noch auf Usedom auf der Konferenz von Eigentümlich Frei und ich habe gerade Frau Vera Lengsfeld neben mir sitzen. Hallo Frau Lengsfeld. Frau Lengsfeld, ich kenne Sie bislang eigentlich nur als oder kannte Sie bislang nur als Autorin von der Achse des Guten. Da haben Sie immer oder schreiben Sie immer sehr spannende Artikel. Jetzt haben aber alle gesagt, interview doch mal die Frau Lengsfeld, die ist eine super spannende Frau. Und dann habe ich mir mal Ihre Biografie angeschaut. Das ist ja wirklich sehr spannend. Sie waren ja eine Bürgerrechterin in der DDR. Sie sind in der DDR groß geworden. Da waren Sie in der SED aktiv, wurden aber in der SED ausgeschlossen. Sie saßen im Bundestag von 1990 bis 2005, bis 1996 für die Grünen, danach für die CDU. Sie kennen auch Angela Merkel schon seit 1990. Sie haben das Bundesverdienstkreuz erhalten für Ihre Verdienste an die Erinnerung an die SED-Diktatur. Da haben Sie ja auch die Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin mitgegründet, auch sehr spannend. Muss ich auch unbedingt nochmal vorbeischauen. Ja. Und dann haben Sie, vor ein paar Monaten sind Sie damit auch bekannt geworden oder ist im Internet, haben Sie viele Klicks da bei YouTube erhalten, dass Sie eine Petition mit Henry M. Broder im Bundestag gegen den Migrationspakt gestartet haben. Auch sehr spannend. Und Sie als die Frau, die ja immer in der Opposition zur SED war, meine erste Frage ist, wie kommt es heute, dass man eigentlich immer nur über die Nazis redet, über die böse, schlimme Nazi-Zeit, natürlich auch zu Recht, aber über die DDR, da redet man eigentlich kaum. Das wird in Schulen nicht unterrichtet. Dass es überhaupt so eine Gedenkstätte gibt, wundert mich eigentlich. Ja. Also das ist immer noch der Kampf um die Wahrheit in der Geschichte, der gegenwärtig stattfindet. Und zwar haben wir immer noch leider die Aufgabe, im öffentlichen Bewusstsein klarzumachen und zu verankern, dass die DDR die zweite deutsche Diktatur war im vergangenen Jahrhundert. Und zwar auf dem Boden der DDR ging es sozusagen nahtlos von der Nazi-Diktatur in die kommunistische Diktatur über. Aber natürlich will die Linke, die heute hauptsächlich den Mainstream bestimmt, nicht so gerne darüber reden, dass der Sozialismus oder Kommunismus ausschließlich Diktaturen hervorgebracht hat. Und deswegen wird dieses Kapitel gern beschwiegen. Wir haben den paradoxen Fall, dass die DDR wissenschaftlich so gut aufgearbeitet ist wie der Nationalsozialismus. Es gibt kaum ein Kapitel der DDR-Diktatur, was nicht wissenschaftlich aufgearbeitet ist, aber dem steht nicht ein allgemeines gesellschaftliches Bewusstsein gegenüber. Weil, wie Sie gerade gesagt haben, das wird in der Schule nicht unterrichtet. Es wird sehr selten in den Mainstream-Medien über die DDR-Diktatur berichtet. Es gibt einige wenige Filme, die alle sehr gut sind, aber insgesamt hat das nicht ausgereicht. Mhm. Inwieweit sehen Sie denn Parallelen zwischen der SED-Diktatur damals und, ich hätte mal gesagt, der Merkel-Diktatur heute, aber eigentlich das, was wir heute sehen, ja? Ja, leider sind die Parallelen beängstigend, die sich inzwischen herausgebildet haben. Für mich persönlich bedeutet das, ich habe in der DDR, ich bin die Mitbegründerin der halblegalen Opposition der 80er Jahre in der DDR und habe in der DDR immer für Rechtsstaatlichkeit und Freiheit der Andersdenkenden gekämpft, um das mal auf diese Formel zu bringen. Und als die Mauer fiel und die DDR zusammenbrach,
Da war ich in der Mitte meines Lebens und habe geglaubt, dass ich den Rest meines Lebens mich hauptsächlich mit den schönen Dingen wie Kultur und Kunst und so weiter, natürlich Reisen, beschäftigen kann. Und jetzt sehe ich mich wieder in der Lage, dass ich für die Rechtsstaatlichkeit, in diesem Fall für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und für die Freiheit der Andersdenkenden einsetzen muss. Und das bringt mir dann jetzt zunehmend die Stigmatisierung ein, eine Rechte zu sein. Also heutzutage ist man schon eine Rechte, wenn man sagt, man ist der Meinung, dass Recht und Gesetz für die Politik kein beliebiger Spielball sein dürfen, dass sich alle an die Gesetzlichkeit und die Regeln halten müssen, einschließlich der Politik. Da ist man heute schon rechts. Das ist ganz erstaunlich. Ja, ich fand es auch spannend, dass Sie hier die Julius Faucher oder Faucher-Medaille verliehen haben für die Jungautoren. Der hat ja auch sich schon sehr früh hat gesagt, dass Steuern Raub sind, dass Steuern Diebstahl sind. Er hat gesagt, das Rechtssystem kann man auch privat organisieren. Insofern, Sie haben ja gerade im Vorgespräch auch gesagt, Sie würden sich als klassisch libertär bezeichnen. Ja, das ist richtig, aber Faucher war vor allen Dingen auch ein Bürgerrechtler, ein Freiheitskämpfer. Er hat sich an der europäischen bürgerlichen Revolution von 1848 aktiv beteiligt. Er stand in Stockholm auf den Barrikaden und später als Journalist hat er sich immer für freiheitliche Ideen eingesetzt, also für Freihandel, ja, für Abschaffung der Steuern oder zumindest für die Minimierung und für Recht. Er fand das Recht die wichtigere Kategorie als jeglicher Staat. Ja? Das Recht garantiert das möglichst harmonische Zusammenleben der Menschen, viel mehr als der Staat. Okay. Um jetzt nochmal auf die Parallelen zwischen dem heutigen System und der DDR zurückzukommen, würden Sie denn vielleicht sagen, dass das heute eine Diktatur ist, die einfach, oder halt einfach, dass es im Gegensatz zu der SED-Diktatur einfach viel mehr abgeschwächt ist, dass so sozusagen die Herrschaftsmechanismen viel mehr verfeinert sind, oder wie würden Sie das beschreiben heute? Ja, ganz genau. Die Herrschaftsmechanismen haben sich sehr verfeinert und sind insofern für viele Menschen weniger wahrnehmbar, als das zum Beispiel in der DDR war, wo der diktatorische Charakter vielleicht für viele Menschen auch im Alltag nicht so spürbar war, aber sobald einer auch nur einen Schritt beiseite getan hat, manchmal auch völlig unbewusst, geriet er in den Staatsmechanismus, ja, mit denen Andersdenkende dann sanktioniert wurden. Aber heute läuft das alles viel subtiler. Also ich nehme mal ein Beispiel. In der DDR brauchte es noch eine Staatssicherheit, um die Bevölkerung auszuspionieren. Und jeder Stasi-Offizier, der seine inoffiziellen Mitarbeiter hatte, der musste sich mit denen heimlich treffen, der musste die bei Laune halten, der musste ihnen ab und zu ein Geschenk machen. Heute wimmelt es von freiwilligen Denunzianten. Heute haben wir die Antonio Amadeo Stiftung mit einer ehemaligen inoffiziellen Mitarbeiterin der Staatssicherheit, Annetta Kahane, an der Spitze, die eine ganze Anleitung zum alltäglichen Denunzieren geschrieben hat in ihrem Rundbrief und auch aufgefordert hat, nicht nur zu denunzieren, sondern auch anzuzeigen, Andersdenkende, und dann gesagt hat, also lieber ein, zwei Anzeigen zu viel als eine zu wenig. Und leider ist diese Saat aufgegangen. Ich stelle fest, es gibt jede Menge freiwillige Netzdenunzianten und es häufen sich ganz besonders seit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Anzeigen wegen angeblicher Volksverhetzung. Und ich kann nur sagen, ich schreibe nicht nur für die Achse des Guten, ich betreibe auch seit 3 Jahren einen eigenen Blog und setze meine Texte dann sowohl auf Facebook als auch auf Twitter. Und ich habe in letzter Zeit feststellen müssen, dass fast keine Woche vergeht, dass ich von Twitter eine Mitteilung kriege, dass meine Texte angezeigt worden sind, aber Twitter, das die Sache untersucht hat, nicht feststellen konnte oder musste, dass meine Texte gegen keinen der Gemeinschaftsstandards verstoßen und sie also nichts unternommen haben. Aber was zeigt das? Dass da zig, ich weiß nicht wie viele, Netzdenunzianten
uns oder Leute wie mich ununterbrochen beobachten und versuchen anzuschwärzen. Bislang nicht erfolgreich, weil ich gar nicht daran denke, irgendwelche Gemeinschaftsstandards zu verletzen. Aber ich bestehe natürlich darauf, dass ich meine vom Mainstream abweichende Meinung frei und öffentlich äußern kann. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass man halt oft einfach von diesen Aktivisten halt einfach angegriffen wird, denunziert wird. Jetzt haben Sie gerade Frau Kahane angesprochen, da ist mir gerade in den Kopf geschossen. Bei Ihnen steht ja auch, bei Ihrem Wikipedia-Eintrag stehen ja auch viele Sachen, wo Sie sagen, das stimmt überhaupt nicht mit der Wahrheit überein, das hätten Sie nicht gerne da stehen. Und bei Frau Kahane ist das ja auch so, wenn ich mir die deutsche Version anschaue, dann steht da, sie war Aktivistin in der DDR, und bei der englischen Version steht dann halt auf Englisch, dass sie eine Stasi-Agentin war. Ja, bis vor ein paar Monaten oder vielleicht Jahren, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, stand auch im Wikipedia-Eintrag von Annetta Kahane, dass sie inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit war. Das ist irgendwann verschwunden. Ja. So viel zum Wahrheitsgehalt bei Wikipedia. Währenddessen bei mir ständig Behauptungen auftauchten, ich wäre AfD-nah, ja, oder eben rechtsaußen. Und es gibt keine Möglichkeit, das zu korrigieren. Oder ich hätte an dieser oder jener Demonstration teilgenommen, an der ich nachweislich nicht teilgenommen habe. Ja, und das ist nicht möglich, das zu korrigieren, weil wenn man es dann korrigiert und zum Beispiel was diese Demonstration, also mir wird in Wikipedia unterstellt, ich hätte an einer bestimmten Frauendemonstration von Laila Bilge teilgenommen. Ich war aber zur gleichen Zeit der sogenannte Al-Quds-Tag. Ich war auf der Israel-Unterstützungsdemo, die gleichzeitig stattfand. Okay. Ja? Und trotzdem bleibt in Wikipedia stehen, ich wäre auf dieser Frauendemo gewesen. Okay. Ja, also wie gesagt, Wikipedia ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Jetzt haben wir angesprochen, dass es viele Aktivisten gibt, die ja sich das so als Hobby gemacht haben, Leute zu denunzieren, Wikipedia-Einträge zu schreiben, halt auch, ja, sie können halt offensichtlich auch Libertarismus nicht einordnen, sie denken halt immer noch an ihrem klassisch Linken und Rechten, und das halt einfach libertär bedeutet, wir wollen gar keinen Staat, und wenn wir keinen Staat haben, kann es auch nicht links oder rechts sein, dann kann es links und rechts geben und nicht oder, und das verstehen sie halt einfach nicht. Aber es gibt ja halt auch, das beobachte ich immer wieder in meinem Bekanntenkreis, Freundesbekanntenkreis, wo sich die Leute ja selbst zensieren, wo die sagen, ich kann das doch nicht sagen, und wenn ich das sage, werde ich sogar von Freunden irgendwie gemieden, die wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, oder ich kriege halt bei mir auf der Arbeit kriege Probleme, ich darf mit Kunden da nicht drüber sprechen, ich kriege keine Aufträge mehr. Was sagen Sie dazu? Das ist leider nur allzu wahr. Unser Land ist tief gespalten, ganz speziell seit dem Merkel-Herbst 2015. Und dieser Riss geht tatsächlich durch Freundschaftskreise, Familien und so weiter. Ich habe immer wieder dieses Erlebnis, wenn ich einen Vortrag halte, dass Leute anschließend zu mir kommen und sich bei mir entschuldigen, dass sie selber ihre Meinung nicht äußern öffentlich, weil sie Angst haben müssen, ihren Beruf zu verlieren oder keine Aufträge mehr zu kriegen. Und das, dann kann ich nicht sagen, nee, macht's trotzdem, stimmt nicht. Nein, es stimmt. Und ich habe auch schon zu DDR-Zeiten gesagt, jeder muss selber entscheiden können, wie weit er sich aus dem Fenster lehnt. Denn jeder hat individuell die Folgen zu tragen. Und nicht jeder ist unabhängig genug, um sich eine eigene freie Meinung öffentlich leisten zu können. Es ist traurig, denn eigentlich sollte das in der Demokratie, im Grundgesetz ist das ja verankert, selbstverständlich sein, dass man seine eigene Meinung frei und öffentlich äußern kann, ist es nicht mehr. Ja, und das viel Schlimmere, also das viel Schlimmere in Bezug auf die DDR in der heutigen Gesellschaft ist, heute darf man nicht mal mehr Melker oder Kellner sein, wenn man auf der falschen Veranstaltung war oder was Falsches auf Facebook geliked hat, wie dieser Melker in Brandenburg, der wurde denunziert und dann durfte der die Kühe nicht mehr melken. Okay. Ja? Und ein Kellner einer Konditorei hat eine AfD-Veranstaltung, war es glaube ich, besucht als interessierter Bürger.
Das wurde seinem Arbeitgeber gemeldet. Ne? Ob dem bewusst wäre, dass er einen AfD-Kellner beschäftigt, hat er seine Arbeit verloren. Also das war in der DDR nicht so. Also ich hatte ja auch Berufsverbot ab 1983. Als Akademiker, also ich war ja Philosophin, da konnte einem Berufsverbot ereilen, wenn man sich gegen das Regime stellte. Aber wenn man dann Kellner wurde, und selbst Kellner auf Hiddensee, was zu DDR-Zeiten sehr lukrativ war, dann wurde man nicht mehr behelligt. Ja? Und heute darf man einfachste Berufe nicht mehr ausüben und die Arbeitgeber sind so ängstlich, wenn sie einen Brief von der Antifa kriegen, dann reagieren die schon. Ja? Ja. Gab es da nicht unter Stalin auch das, ja, sowas wie Kontaktschuld, dass es hieß, so, du hattest mit dem und dem mal Kontakt, ist nicht genau das Gleiche, was wir heute sehen? Heute ist das so. Mhm. Also zu Stalins Zeiten wurde man wegen Gruppenbildung verurteilt, obwohl man die Mitglieder der Gruppe dann erst vor Gericht gesehen und kennengelernt hat. Ja. Und heutzutage ist ja sowas Ähnliches, wenn mir ständig unterstellt wird, ich wäre AfDler oder schon in der AfD oder rechts, dann ist das auch eine Einordnung und Stigmatisierung nach altem stalinistischen Muster. Denn die machen das, um mich zu stigmatisieren. Ja. Ja, ich habe es ja jetzt am Donnerstag selbst erlebt. Ich habe ja hier meinen libertären YouTube-Kanal, irgendwie, ich glaube, fast mit mittlerweile 14.000 Abonnenten. Ich habe gesagt, ich wollte mal die Leute auch mal offline treffen und wollte dann einen Stammtisch einrichten. Der erste, ich weiß nicht, wenn Sie sich in Hamburg auskennen, ist da so das Schanzenviertel neben der Roten Flora. Da wollte ich mal einen Stammtisch abhalten. Das wird dann gleich beim ersten Mal, da war ich dann alleine da und habe auf die anderen 7 Mitglieder gewartet, oder die an dem Stammtisch teilnehmen wollten. Und dann stand auf der anderen Straßenseite, also die Gastwirtin wollte mich nicht haben, die hat ihr von dem Hausrecht Gebrauch gemacht, hat gesagt, ich kenne sie, ich kenne ihre Videos, ich möchte sie hier nicht haben. Und dann stand auf der anderen Straßenseite, standen so 15 bis 20 Antifanten, die mir aufgelauert haben. Und jetzt der zweite am Donnerstag, der hat dann tatsächlich stattgefunden, aber nur unter Polizeischutz mit Hundestaffeln. Und da, die Gastwirtin wurde auch massiv unter Druck gesetzt. Und da frage ich mich halt immer, vor allem auch die Antifa, so die auch, ich meine, wenn Sie in den DDR groß geworden sind, da ging es ja auch immer gegen den Faschismus, der antifaschistische Schutzwall. So, dann frage ich mich, merken diese Antifaschisten nicht irgendwann, dass das, was sie selbst machen, der größte Faschismus überhaupt ist? Naja, sie merken das offensichtlich nicht. Oder die Schlimmsten von ihnen sind der Ansicht, dass gegen Nazis nur Nazi-Methoden helfen. Also das hat dieser ruchlose Chef des Zentrums für politische Schönheit, ja, selber so formuliert. Ne? Gegen Nazis helfen nur Nazi-Methoden. Und darüber habe ich auch einen Artikel geschrieben und habe gesagt, er agiert genauso wie sein geistiger Großvater zu Deutschlands unseligsten Zeiten. Ja? Und ich halte der Antifa immer diesen Satz von Ignazio Silone, diesem italienischen Kommunisten, entgegen, der gesagt hat, wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Aber die Sache ist halt, dass die Antifa-Leute halt meistens ja so zwischen 16 und 25 sind. Und da mein Gefühl ist halt immer, ab und zu habe ich mal die Möglichkeit, mit denen so ein bisschen zu reden, dass sie halt einfach ja, sich gar nicht auf Diskussionen einlassen, weil sie halt einfach auch gar kein Hintergrundwissen haben. Das ist halt einfach so kollektivistisch, fühlt sich gut an, wir sind gegen rechts. Und genau, das Schöne war auch, bei unserem Stammtisch kam einer dann, also wir haben uns an der U-Bahn-Station Munzburg getroffen und dann stand da die Polizei, wir standen mit der Polizei da, damit die uns ein bisschen schützen. Und dann standen da so ein paar kleine Grüppchen Antifa und einer von uns kam dann aus der U-Bahn raus und hat dann hat die Antifa-Leute angesprochen, hat gesagt so von wegen, ja, wisst ihr, wo der Stammtisch ist? Und dann wurde er gleich gefragt, nee, wissen wir nicht, aber bist du Nazi? Also, ich weiß gar nicht, ob ich ein Nazi bin, aber ich wollte mich mit denen unterhalten. Ne? So von wegen, ja, bist du denn jetzt ein Nazi oder nicht? Ne? Wo ich sage, ich dachte, die entscheiden, wer Nazi ist und wer nicht. Naja, aber vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, ihnen ist eben wegen ihres Unwissens überhaupt nicht bewusst, dass sie die allergrößte Verharmlosung der Nazi-Diktatur betreiben, die überhaupt denkbar ist. Ja? Denn wenn Leute wie du und ich Nazis sind, dann kann ja die ganze Nazi-Diktatur nicht so schlimm gewesen sein. Ja. Und das ist als Libertärer sieht man auch einfach, dass die
linke Seite braucht im Kampf gegen rechts, man braucht halt immer irgendwie so einen Feind und stark zu sein, und bei der rechten Seite, ja, AfD, NPD und so, die sagen halt immer so von wegen, ja, Linksextremismus und so, wo ich sage, okay, versucht mal miteinander zu reden, versucht auch mal, auch, ich wollte auch mal ein Video drüber machen, mal so die Parteiprogramme von den Linken und von der NPD nebeneinander legen. Ja, da sieht man auch, wir wollen Mietpreisbremse, wir wollen Mindestlohn und so, ja, das ist einfach nur, Ludwig von Mises hat immer schon gesagt, Sozialismus in seinen verschiedenen Spielformen, mit verschiedenen Farben. Und da denke ich mir, warum fehlt da halt einfach so diese intellektuelle Transferleistung, dass man sieht, das ist eigentlich das Gleiche, nur mit, die einen wollen offene Grenzen, die einen sind internationale Sozialisten, die anderen nationale Sozialisten. Mhm. Ja, ja. Das ist auch den meisten nicht wirklich nicht bewusst, ja. Und bei diesen damals, als unter der Regierung Schröder die Hartz-IV-Gesetze eingeführt worden sind, da gab es ja ganz flächendeckende Demos überall in Deutschland dagegen. Und da marschierten die Roten und die Braunen Genossen, zwar nicht Seit an Seit, aber hintereinander. Ne? Vorne die Roten und hinten die Braunen, und die Losungen waren genau gleich. Ja? Und erst also als Bild endlich mal brachte, dass das doch eigentlich sehr merkwürdig ist, ja? Haben dann die Roten Genossen gesagt, also hier, ihr müsst hier Abstand halten. Als letzte Frage, wie sehen Sie denn die Entwicklung Deutschlands? So, sehen Sie, dass vielleicht irgendwann auch Umerziehungslager kommen oder der antifaschistische Schutzwall, oder wie weit wird das noch gehen mit der, auch mit der politischen, ja, Spaltung, Polarisierung? Mhm. Wie sehen Sie die Entwicklung? Also vor dem antifaschistischen Schutzwall brauchen wir ja natürlich nun gar keine Angst zu haben, denn wir werden ja permanent aufgefordert, wenn uns das hier alles nicht passt, können wir ja gehen. Ja. Bis tief in die CDU-Kreise, na, den Gefallen werden wir Ihnen nicht tun. Aber dann sind wir Steuerflüchtlinge, wenn wir Millionäre sind, dann sind wir ja Steuerflüchtlinge. Ja, das ja. Und was war das andere? Ja, halt Umerziehungslager. Ach so, und einfach, Umerziehungslager. Da habe ich auch die Gewissheit, dass die nicht kommen werden, weil wir haben inzwischen so eine alltägliche und flächendeckende Propaganda, die dadurch, dass sie so flächendeckend ist, nämlich von allen Staatsmedien, aber auch von Privatfernsehen und den Printmedien, die staatstragend sind, dass das ziemlich ausreicht, ja. Und wir in der DDR hatten früher Westfernsehen, wo wir zumindest, was heute Faktencheck genannt wird, wir haben vielmehr die Aufgabe, viel stärker als bisher dagegen zu halten. Also was früher für uns das Westfernsehen war, sind heute die alternativen Medien. Und wir haben ja auch einiges erreicht. Also ich habe jetzt vor 2 Tagen gehört, dass in internen Verfassungsschutzkreisen und wahrscheinlich auch im Kanzleramt diese Äußerung über Chemnitz sowohl von dem Seifert, dem Regierungssprecher, als auch von Merkel inzwischen als ein großes PR-Desaster angesehen wird, weil es den alternativen Medien gelungen ist, doch einer breiten Öffentlichkeit klarzumachen, dass dieses Video von Antifa Zeckenbiss eben alles Mögliche zeigt, aber kein Beleg für angebliche Hetzjagden ist. Ist das keine seriöse Quelle, Antifa Zeckenbiss? Antifa Zeckenbiss hat ja das Video noch dazu geklaut. Ja, ne? Genau. Und wahrscheinlich vorher noch 5 Sekunden rausgeschnitten oder so. Naja, aber ich meine, das ist ja schon eigentlich ein Unding, dass sich unsere Bundeskanzlerin zu so einem Video von einer Antifa äußert, und zwar offenbar ohne vorher irgendeine Recherche eingefordert zu haben, ja. Und das Schlimme war dann halt auch, mich hat der Fall auch so schockiert, wo ich gesagt habe, dann macht man da irgendwie so ein Konzert gegen rechts, so, und dann ist halt einfach nur, man konzentriert sich auf die Hetzjagd, aber dass da jemand getötet worden ist, das ist da komplett in den Hintergrund geraten. Und dann auch Flixbus hat die Leute da umsonst hingekarrt, Coca-Cola hat das gesponsert, wo ich sage, das ist eine so Massenverblödung, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie weit sind wir gekommen? Und dieses Konzert war ja auch ein Desaster. Also erstens trat da mindestens eine Band auf, die wirklich Hass und Hetze verbreitet hat und den Journalisten die Messerklinge in die Fresse rammen wollte. Das war auf der Bühne. Und ein paar hundert
ja, Demokraten, Jungdemokraten oder die Wir sind mehr Fraktion haben doch am Rande des Konzerts versucht, diese private Gedenkort für Daniel Hillig zu zerstören. Ja. Und die Polizei musste sie gewaltsam davon abhalten. Ja. Ja? Also so viel zur Toleranz. Ja. Es war, ja, unsäglich. Ja. Was würden Sie denn, also für mich sieht das halt einfach so aus, heute die Jugend, die wird schon in der Schule, in Universitäten, wird die halt auf Toleranz getrimmt, Kampf gegen Rechts, Übersinn, Nazis. Was würden Sie denn heute jungen Menschen empfehlen, um halt einfach noch ein bisschen Orientierung zu gewinnen oder zu bekommen in diesen verrückten Zeiten? Das ist immer die allerbeste Idee, ist selber zu denken. Heutzutage kann jeder wissen, was wirklich los ist. Man hat heute die Möglichkeit, sich auch bei alternativen Medien zu informieren. Das Internet ist eine wunderbare Waffe, die uns Libertären in die Hand gegeben wurde. Und die sollte man nutzen. Es soll hinterher keiner sagen, er hätte nicht gewusst, was hier abgeht. Ja, ich sage auch immer, das ist letztendlich eine Hohlschuld, ist alles verfügbar. Nur wenn die Leute so faul sind und nicht genau hinschauen und sich mit der einfachen Wahrheit zufrieden geben, ist es deren eigene Schuld. Ja. Okay. Vielen Dank für das Interview, Frau Lengsfeld. Hat mir sehr gut gefallen. Ich setze euch auch nochmal unten ein paar Links rein, wo ihr was von der Frau Lengsfeld findet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.